Okay, dann noch wieder willkommen zurück zu Hexen. Und ja, dann wollen wir uns auch mal diesen ersten richtigen Hub hier mal ansehen und ja, gehen jetzt mal mit unserem Fighter hier mal wieder weiter und mal schauen. Achso, ja, hier gibt es noch das Exit. Oh ja, da kommt man darüber. Boah. Oh, hier ist der echte Ausgang dann. Okay. Greetings, mortal. Are you ready to die? Noch schon ein bisschen mehr hier. Seven Portals heißt ja, denke ich, genau die Map. Jetzt haben wir schon über 60 Gegner und das ist natürlich nur dieser. Der ist sozusagen dieser Hub. Ich dachte, das geht eigentlich runter, ja. Ah, hier sehen wir schon mal ein paar von denen hier. Ja. Wir können zumindest mal durchschießen. Ja, egal. Na gut. Besiegt. Hier ist ein Schalter. Dieses eine Levelchen hier hatte ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ganz bis zum Ende, aber auf jeden Fall natürlich reingespielt. Da müssten wir jetzt eigentlich irgendwo hier, denke ich mal. Kann natürlich sein, dass wir es noch ein, zwei Schalterchen drücken müssen. Die erste. Sozusagen zusätzliche Waffe hier bekommen. Ah, und hier sehen wir jetzt auch Mana. Blau ist, und ich gehe mal davon aus, dass das dann auch erst dieses erste sein wird. Ach ja, schaut an. Das ist doch Timons Axt. Drücken wir auch was auf. Mehr von diesen Dingern. Oh! Okay, Regie schießt offensichtlich schon mal Feuerbälle hier. Oh, waren das jetzt nur zwei Treffer? Das ist natürlich. Zwei oder drei? Ja, vielleicht der drei. Ja. Müsste man natürlich jetzt theoretisch mal mit der Faust probieren, wie viel die da aushalten, aber es wird, ich würde mal vermuten, ein bisschen mehr sein. na gut. Ja, geht's wahrscheinlich hier hinten rein. An. Ah, okay. Diese Dinge hier irgendwas? Wahrscheinlich erstmal nicht. Okay. Ja, und das wird dann sozusagen die erste Subwelt hier sein. Guardian of Ice. Ach ja, das sind, denke ich, so verschiedene Elemente. Und das ist, denke ich, so ein Rüstungsgerät. Stück hier, dieses Amulett. Ich denke, das für den Fighter bringt das, denke ich, im Verhältnis am wenigsten. Ja. Gut, gegen die brauchen wir das eigentlich nicht unbedingt, ne? Da kann man ruhig hier. Fahrt ist blockiert. Und der wahrscheinlich auch. Das wird sicherlich dann irgendwann mal aufgehen. Das Gegenteil von Rising Stairs sozusagen. Also ich
denke, genau das, was wir jetzt hier gesehen haben, bin mir nicht sicher, ob man das im originalen Doom so hätte bauen können. Also ich hatte ja wohl, denke ich, jetzt ein paar neue Möglichkeiten auch noch bei dem Spiel, dass sie irgendwelche tatsächlichen Skripte oder irgendwie einbauen konnten, dass wirklich mehrere Sachen hintereinander dann getriggert werden. Das ging ja bei den, ich weiß nicht, wie es bei Heretic aussah, ne? Bei Doom, wo ich jetzt selber auch das ein oder andere Levelchen schon mal gebaut hatte. Es ist auf jeden Fall, ging explizit das auf jeden Fall nicht. Okay, du siehst schon mal interessant aus. Ich habe natürlich jetzt auch nochmal Gegner, ne, um die 50. Und dann natürlich nochmal dazu. Oh. Also, gibt es offensichtlich ein Rüstungsklasse hier. Ja? Okay, hier wird irgendwas weggestoßen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir da drauf latschen, dass uns das ein Problem einbringt. Ist hier irgendwas aufgegangen? Nö. Sieht mal nicht so aus. Also ich habe hier unten schon gesehen, hier ist dieses Schwertchen. Irgendwas auf? Das, ach so, aber hier. Ah. Und da sehen wir auch, wie hier einer so mal reingespawnt wurde. Und also das, ich weiß nicht, ob das explizit an wirklich jetzt einen festen Timer irgendwie hängt. Ding, weil war es ja früher immer so, dass ja auch so ein Timer immer mitlief, ne? Oder ob das, also noch ein paar andere Möglichkeiten hat. Man gibt es ja auf der anderen Seite auch noch etwas. Ach, das ging auch gleich auf, ja. Ich habe so viel ausgehalten. Jetzt auch ein Schalterchen, ne? Was das wohl bewirkt. Wir haben gesagt. Okay. Ja, 5 Treffer so ungefähr, ne, im Gegensatz zu 3 oder so. So, mal schauen, wo es hier reingeht. Guardian of Fire. Oh, die sind, hoppala, die sind natürlich mit einem Treffer gleich weg. Ich werde wahrscheinlich trotzdem mal noch ein kleines bisschen. Musik ist, denke ich mal, okay, aber. Wenn man will, andererseits natürlich irgendwie die Soundeffekte hier auch irgendwo noch hören, aber. Auch nochmal 50 Gegner im Prinzip. Oh. Ja, sehr schön. Was haben wir hier? Hier haben wir so ein Schildchen. Ah, das gibt natürlich eine Menge Abwehr. Also, das wird wohl dann so sein, dass die wahrscheinlich dann über die Zeit auch einfach kaputt gehen. Ich denke mal nicht, dass sie von einem echten Timer abhängen. Und wahrscheinlich ähnlich wie bei Doom, wenn man Schaden nimmt. One third of the puzzle has been solved. On the seven portals. Ah, ja genau. Man muss dann mehrere solche Schalterchen finden. Also in den verschiedenen Bereichen, denke ich mal, teilweise auch. Es gibt bestimmt noch mehr hier, oder? Kommen. Hm.
Key. Vielleicht geht's da drüben rein. Auch Fire Key. Das sieht doch schon mal verdächtig aus, oder? Da werden wir bestimmt mal rüberrennen. Ich hoffe, dass wir hier nicht runter. An der Seite kommen wir aber wieder zurück, ne? Kommt da jetzt irgendwas? Ach, schau an. Kann ich euch hier erwischen mit diesen Bömpchen? Mach bestimmt das da hinten auf, ne? Das hier einsetzen. Ah, von hier unten kam noch einer. Wir wollen natürlich auch nicht. Jetzt so ein Ding einsetzen. Sind sie jetzt hoffentlich das Ding da hinten aufgemacht? Oh ja. Flame Mask. Okay. Man könnte da sicherlich versuchen zurückzukommen, aber da werden wir, denke ich, auf jeden Fall sterben. Und wie wir sehen, jetzt ist wahrscheinlich dieser Schild oder so, wird jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen weniger machen. Schon ein bisschen Armor Class verloren, das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Das ist natürlich was anderes als das hier. Ja. Wenn wir mal sehen, wo wir das eventuell mal brauchen. Wurscht, diese vier Schaden hier. Genau. Dann haben wir schon mal eine Sache erledigt. Jetzt weiß ich nicht, sehen wir hier sofort etwas, wenn er hier sagt, ein Drittel des Dings hier? Nö, ne? Okay, dann war das jetzt oben, also auf der Karte im nördlichen Abschnitt. Das heißt, wir gehen jetzt mal in dieses niedere hier rein. Das ist das gleiche, ja. Guardian of Steel. Gegner, okay, ganz schöne Menge hier. Ach schau, diese Zentauren hier. Und bei euch. Okay. Na gut, das scheint relativ gut mit dieser Axt hier, sagen wir mal, zu gehen. Die haben die Besonderheit, sie sind so gesehen erstmal Nahkämpfer, aber wenn die ihren Schild dort hochhalten, sind die vorübergehend unverwundbar im Prinzip. Und ja, das kann sie natürlich ein bisschen nervig unter Umständen machen, die zu besiegen. Also solange sie jetzt Einzelne sind, haben wir mit der Waffe hier, denke ich mal, nicht allzu viele Probleme, wie es mir das so erscheint. Oh, sogar mit zwei Treffern. Das ist ja geil.
Oder drei halt, ja. Können dich sozusagen dahingehend hier durchschlagen. Was macht dieser Schalter da hinten? Also kann man irgendwie rein, oder? Gut gegen diese hier. Oh, was haben wir hier? Okay, wenn wir ein bisschen Schaden nehmen, aber wenn wir die dafür gleich hier besiegen, dann wäre ich gar nicht so schlecht. Hm? Und hier irgendwas? Auf der anderen Seite hier. Die streiten sich. Also ja, verschiedene Monster werden sie wahrscheinlich auch wieder offensichtlich gegenseitig bekämpfen. Das hatte ich jetzt auch erwartet, dass wahrscheinlich dieses große Spinnending hier, also Schlangending da gewinnt. Hier gehen wir mal wieder weg. So, Moment. Jetzt hier weiß ich nicht mehr so ganz genau, was ich da mache. Hier. Oh! Falsche Reihenfolge, ja. Ich dachte, haben wir es jetzt ganz kaputt gemacht. Okay, da ist etwas zu. Aber vielleicht machen das diese Schalter da oben? Jede Menge. Ein Drittel wurde gesäuft. In den Seven Portals. Dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein anderes Drittel, oder? Okay, ja, macht einfach. Okay, also die Rüstung gibt auf jeden Fall richtig viel Abwehr. Oh, hier war noch einer. Wurde der jetzt irgendwo freigesetzt? Ich hoffe mal, dass die dürften, denke ich, nicht eins nachspawnen in dem. Also, denke ich irgendwie. Ach so, ja, wir waren ja auf der einen Seite ja noch nicht. Thank you.
ist aber hier irgendwas. In die andere Richtung? Ah, okay. Ja. Das war wohl das dritte Drittel. So, irgendwo in der Nähe muss jetzt hier wieder irgendwo. Von euch? Nö, ne? Das müsste eigentlich erstmal gewesen sein. Na, na gut. Das klingt also erstmal ganz gut, ne? Drei Drittel. Ist die gegenüberliegende Seite jetzt offen? Ach ja, schau an. Ist hier irgendwas? Auch mal mit damit. Das ist ja jetzt egal. Das ist ja auch relativ sparsam. Dann brauchen wir, denke ich, zwei oder so Mana pro Treffer. Ja, das geht sich auf jeden Fall alles noch sehr gut hier aus. Also das. Und die schießen jetzt, sagen wir mal, wie die normalen Imps. Ich glaube mal nicht, dass sich die gleichartigen Monster hier gegenseitig beschädigen. Das war ja klassischerweise auch eher nicht so. Okay, dann wird es hier wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ist das dann auch erstmal wieder diese Eiswelt? Ich denke. Ah, ist ja auf der anderen Seite auch gleich noch einer. Ja. Oh, weil ich denke, die sind ein bisschen gefährlich. Da hinten gleich ein, oder? Oder viele. Das ist tatsächlich ein bisschen slidey hier. Hier sind zumindest gleich was eingezeichnet. Geht das jetzt einfach so auf? Oh! Hinter uns, oder? Oh, damit hab ich voll reingerannt. Warte mal, vielleicht kriegen wir das besser hin. Jetzt wollen wir das wissen. Sind ihre
Schüsse splittern halt irgendwie dann auch. Na gut. Ich denke, so sind wir ganz gut durchgegangen. Wesentlich weniger Rüstung auch verloren. Ah ja. Schaut an, hier drüben waren wir zuletzt. Ach, das war das mit den kleinen Schwertchen hier. Ich könnte theoretisch auch mal mehr von diesen Dingern hier verbrauchen, aber. Okay. Ah ja, und die eine Sache, die ich vorhin mal noch probiert hatte, also man kann sozusagen, die Maps sind sozusagen immer noch vom Grundriss her zweidimensional offensichtlich, weil konnte diese eine Tür bei den Fahrstuhl, wo wir vorhin hoch und runter gefahren sind, auch schon von oben öffnen, obwohl die Tür zum Beispiel ganz unten war. Ne? Das ist sozusagen, in dem Sinne hat das erstmal nur eine X- und Y-Koordinate, zumindest wenn es darum geht, wo es wirksam wird, diese Linien, sage ich mal, und Räume. Wenn ihr da mehr dazu erfahren wollt, könnt ihr euch ja mal dieses Video anschauen oder diese Videoserie schon fast eher, wo ich mal so ein Levelchen für Doom gebaut habe. Habe ich das nochmal auch ein bisschen drauf eingegangen. Und wir haben noch nicht mal das eine Köpfchen da gedrückt. Da geht's auch weiter. Also wir können natürlich erstmal schauen. Ein so ein Ding hierher. Okay. Gemacht. Also muss ich das hier auf? Na gut. Okay, dann nochmal ein Safe. Wir haben uns so ein bisschen Schaden jetzt hier genommen und so weiter, aber was soll's, ne? Da hab ich mich mal voran. Okay, das geht einfach nur mit Run. Gut. Na, Maus, hör auf, dich zu drehen. Okay, da reicht Rennen offensichtlich nicht. Oder zumindestens. Das Ding, diese Mystic Urn, müsste einen eigentlich, denke ich, wenn ich jetzt recht mich an das Ding erinnere, einen voll heilen. Okay, jetzt gibt es auch hier solche Dinger hier. Nehmen wir ein paar. Schon mal ein paar von denen da unten besiegt, wobei ich nicht weiß, ob da dann noch mehrere noch nach. Ui! Mann, bist du schnell. Gibt's hier unten irgendwas Sinnvolles? Ich würde mal vermuten, dass wir wahrscheinlich von hier unten auch wieder nach oben kommen. Ah ja. Die
Fackel macht denn hier aber nur Licht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kann es sein, dass diese Urnen, die man dort, wo ich jetzt eine gefunden habe, dass die sich auch automatisiert eingesetzt hat, wenn man gestorben wäre? Ach schau, hier war das Amulett. Also, das ist ja nur in Anführungszeichen auch das. Also ja, und da waren wir ja schon mal. Nicht auf. Oh, noch mehr Sperrte hier. Links und rechts. Slidinger. Hui. Okay. Sicherlich hat es uns verdrückt. Oder zerdrückt. Nicht nochmal auf das an. Aber ich glaube nicht, dass es von euch unendlich viele gibt, oder? Spawnt ihr da etwa auch rein? Oder wird es einfach nur so ein Triggerpunkt? Okay. Wenn wir mal exakt hier stehen, ich hoffe mal. Ah, okay, das würde wohl gewesen sein, ne? Irgendwas los? Ja. Schlüssel, der wird ja bestimmt nicht das letzte sein, was wir hier machen, oder? Schlüssel. Und, okay. Slide hier. Ja. Weiß nicht, ob wir hier vielleicht runterfallen könnten oder ja. Auf Nummer sicher. Stahlschlüssel, der wird ja nun. Ich komme hier wirklich rein? Ja. Ach, schon.
Moment. Dafür kommt gleich mal einer ran. Noch mehr als einer, oder? Oh gut, vielleicht hast du das noch eine. Was ist das für ein Schalter hier? Ach, war das nicht diese komische Maske, die wir da gefunden hatten? Okay, das ist nochmal in Ordnung hier. Moment, macht das hier. Na, hier macht das nichts. Aber wir haben diesen Steel Key. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Ding gemacht hat, ne? Da denke ich auf jeden Fall richtig, dass wir das hier ein. Ah, hier! Ein Feuerschlüssel. War der hier? Nee, der war ja auf der Dings of Fire oben, ne? Ah, okay. Wir haben sowohl einen Stahlschlüssel, wo wir noch nicht wissen, wo wir ihn einsetzen. Achso, hier müssen wir in das Schwert rein, ja. Und einen Feuerschlüssel. Der müsste dann, glaube ich, da oben gewesen sein. Ist hier. Oh, hier ist aber auch irgendwas passiert. Was ging hier auch auf? Oh, muss ich, komme jetzt auch hier ein paar Flieger. Okay, das hat wohl jetzt. Aber ich denke, ein Türchen war jetzt schon aufgewiesen, ne, von der anderen Seite vorher. Wird jetzt nochmal alles wahrscheinlich aufgemacht. Moment, wir hören nochmal irgendwo einen Flieger, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der irgendwo hier draußen schon ist. Ach ja, jetzt hier. Dann müssen wir mal umswitchen hier. Wie ich jetzt nicht mehr. Also, kann man auch, aber. Okay. Gut, das interessiert uns aber erstmal noch nicht. Wir wollen erstmal noch. Unseren. Feuerschlüssel hier mal einsetzen. Ich denke, das war oben. Hä? Na gut. Runter zu. Hat es nicht mal ohne Schaden zu nehmen geschafft? Da drüben waren wir schon drin, ne? Genau. Aber hier gab es jetzt irgendwie Feuer. Also das fliegende Ding ist natürlich technischer als der End, aber als der Ettin, aber der hat natürlich andererseits wesentlich mehr HP, ne? Also von beiden Seiten dahin. Na Moment, bevor wir jetzt dort reingehen, interessiert mich jetzt aber doch mal. Wie sieht es von hier aus? Also okay, mehr oder weniger identisch.
Lava? Wahrscheinlich, ja. Jetzt ist das Ding offen. Ah, blinkt da oben was drauf? Ah, hier kommen wir aber erstmal nicht wieder rauf, ne? Also jetzt darauf sich unbedingt machen. Oh. Okay. Jetzt bin ich noch in der... Sache ist immer noch nicht so viel Sinn. Ganz sicher, ich denke, das hat einen zum Anfang des Spiels zurückgebracht. Also Anfang des Hubs gehe ich mal von aus, ne? Dieses Kreis-Device, das könnte sein. Natürlich von hier hinten raus, ja. Okay, die meisten. Ah, das ist ja wieder mal gemein. Stairs have risen. Na Moment, dann machen wir jetzt nochmal recht damit. Was machst du? Moment, ist das nicht sogar die andere Seite gleich? Okay. Die hatten wir schon. Diese Stairs. A door opened in the Guardian of Ice. Und irgendwas haben wir auch hier jetzt gemacht. Die Frage ist natürlich, welcher Part von Guardian. Na gut, das könnte natürlich aber auf der einen Seite dann noch gewesen sein. Okay, also wir haben erstmal Fire-Ding. Die erste Seite wahrscheinlich erstmal fertig. Ja, nicht Load. Save. Könnte dort auch im Eis sein oder auf der anderen Seite. Und wir haben diesen Steel-Key, von dem wir noch nicht wissen, wo wir ihn brauchen. Ich habe zumindest. Also, der wird in diesen Guardian of Steel sein, ne? Da können wir uns relativ sicher sein. Ich weiß noch nicht, wo. Wir können mal schauen, ob wir hier etwas finden. Guardian of Ice. Ach, schau an. Ja, genau. Das ist halt auch gemein, ne, dass du nur Nahkampf kannst. Das macht ja wirklich viel Schaden, so ist es nicht, aber. Das ist schon schön.
An das Ding ran. Wahrscheinlich da unten, ne? Okay, wahrscheinlich das Ding hier aufmachen. Feuer und Eis. Da hinten ging ein Ding auf, aber ich weiß nicht, ob das das einzige ist. Achso, ich weiß nicht, ob wir instant gestorben werden, wahrscheinlich nicht. Das hat Risen somewhere, oder? Gerade hier noch Feier. Okay, gucken wir auch erstmal nicht zurück. Ist der da Risen in der Dings wahrscheinlich, ja, oder? Wir sind aber auf jeden Fall auch erstmal in einem etwas anderen Abschnitt hier noch im Guardian of Fire. Okay. Da haben wir aber auch fast alle Gegner schon besiegt, ne, in diesem Gebiet hier. Ja, schon mal gut aus. Okay, hier sieht ja todesmäßig aus. Mit dieser Wand hier. Okay. Das mit dieser Wand. One half of the puzzle has been solved. Moment, was? Kommst du da nicht rauf? Ach, schau an. Okay. Okay, das Ding hat jetzt nichts Besonderes, ne? Gut. Ich weiß nicht, ob das eine andere Ding, was wir da gehört haben, auch schon half of the Ding war. Aber das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Hier fehlt noch ein zweites Ding. Geht hier diese Tür irgendwann auf? Das könnte natürlich dann die zweite Hälfte sein. Okay, dann haben wir, denke ich, erstmal alles, was jetzt auf dieser rechten Seite ist, würde ich mal behaupten, so grob raus. Also, außer dort können wir auch noch den Steel Key einsetzen, aber das habe ich nicht gesehen, dass das ginge. Um es mal so auszudrücken. Eis waren wir jetzt gerade auch schon gewesen. Das heißt, oben ist noch mal Feuer? Fragezeichen? Achso, aber im Eis gibt es auch noch eine zweite Tür, ne? Sehr gut. Alles wie gehabt. Ja, ich denke mal, Guardian of Fire ist einfach durch. So grob erkenne ich, dass sich da unten noch irgendwo noch so ein Ding eingespawnt hat, aber ich denke mal, das ist erstmal so weit durch hier. Brauchen wir da auch nicht rein. Ein paar von den Flaschets hier. Halt andere Richtung. Nicht du, sondern du. Geht's da rein hier? Nicht load save und rein.
Zweite Seite hier. Okay, geht doch erstmal gleich los. Beziehungsweise hat sich ja schon mal einige mehr Gegner auf der Seite eingespawnt, wahrscheinlich dann gleich mit. Okay, also das scheint so ziemlich das Gleiche zu sein. Bin ich tot? Okay, hier ist allerdings ein bisschen was anderes. Das ist ja in Ordnung. Wir schauen jetzt erstmal, welche der zwei Seiten dann unten. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder das gleiche ist mit diesen zwei Schalterchen. Reichen wir zuerst offen ist, kann man hier noch den Gegner besiegen. Kann sie wohl nicht so leicht umdrehen, ne? Die Jungen noch mal einen Schuss rauskriegen hier. Guck mal hier der Feuerball her. Okay. Na gut. Und zu unvorsichtig gewesen. Also irgendwo war noch so eine Serpent gewesen. So, also wie schon gesagt, bevor wir da runter gehen, erstmal mal kurz hier das hier aufräumen. Dann haben wir auch gleich da drüben. Na gut. Oh, das sieht mir sehr stilkielig aus, ne? Auf hier. So. Das ist die andere Seite. Wir mussten dann, denke ich, den gegenüberliegenden Schalter drücken, ne? Wenn ich da recht so entsinne. Ich denke, wir bleiben erstmal bei der Axt einfach. Das als. Das muss gut gewesen sein, ne? Ich
To find another switch. Das wird auf der anderen Seite sein. Das wissen wir ja eigentlich. Gucken wir jetzt mal oben. Das ist ja auch, wie schon gesagt, andersherum funktioniert. Nö, funktioniert wohl richtig herum. Dass da noch mal was kommt, aber gut. Halt noch mal ein paar Freunde da. Das ist ja mal so. Okay. Sind auf jeden Fall nochmal Stufen aufgegangen. Ich habe jetzt hier nicht nochmal einen anderen expliziten Weg, wie wir von hier aus irgendwo hinkommen, gesehen. Es ist wahrscheinlich egal, auf welcher Seite wir wieder rausgehen. Und der ist ja. Ah, okay. Nein, jetzt sind sie erst gerissen. Nochmal Guardians of Ice. Okay, das wird das zweite sein. Geht aber hier was auf. Aber hier geht's dann, denke ich, nicht sogar Richtung Ausgang, kann das sein? Double KO. Obwohl, wenn die sich hier gegenseitig so ein bisschen hier bekämpfen, das ist nochmal nicht schlecht. Okay. Guardian of Ice. Das wäre dann wieder auf der. Es ist egal, ne? Es führt ja beides zusammen. Ist in der Mitte. Genau.
ja, da drüben rein, ne? Da ich mal. Wenn ich hier jetzt nochmal gegen so weit. Ach, vielleicht ist der ja mal vorgeflogen. Das sieht ja verdächtig aus. Ein bisschen mit. Was? Also bestimmt hinten, also das so eine spezielle Form hat, einen Schalter dran. Ne? Noch viele Gegner sind hier nicht mehr drin, aber wir hören schon mal so ein paar Flieger wieder. Okay. Wir versuchen dagegen zu heilen. Das sieht ganz gut aus. Es ist so extrem slidey hier. Ah, das ist das Ding, was wir schon gesehen haben. Huh? Also wir haben ja volle Dings. Oh. Ich gehe mal raus, ne, dass jetzt irgendwas auslöst. Ich denke, viel besser, wenn wir es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Sagen wir wirklich ein bisschen aufpassen, dass wir überhaupt lebend durchkommen.
hin eigentlich? Das hier geht's, ne? Huh? Wir müssen zu so einem Seitending, ne? Wird das wahrscheinlich der entscheidende Knopf gewesen sein? Die wir da betätigten? Ja, noch irgendwas? Nö. Nee, Quatsch, nicht hier. Jetzt muss man aber noch irgendwo so ein paar. So. Nö, da erstmal nicht. Ja, genau. Ja. Ein bisschen Heilung hier wieder. Naja. Erstmal so, denke ich, ganz gut wieder. Und setzt das auch ab und dann macht das hier mal etwas. Wie geht's denn eigentlich hier rein? Jetzt hier nichts geändert. Standarte fallen. Aha. Da ist ein Schalter dran, ne? Moment, aber irgendwas muss doch dieser Schalter gemacht haben, den wir da jetzt noch gedrückt haben, oder? Wo war das jetzt? Das war im Guardian of Steel. Jetzt nichts anderes kommt, ist mir mal egal hier. Ein paar Leute, also ein paar Addins, jetzt sind ein paar aufgespießte Leute. Oh, fliegen? Fliegen ist doch gut. Das kennen wir noch aus Heretic.
Das ist, denke ich, ein Teil von unserer finalen Waffe hier. Interessant, was immer das war. Okay. Rings of Wrath. Okay. Also ich denke, hier in dem Spiel kann man sie sich eben jetzt, werden die halt nicht sofort angewendet, sondern kann die sich dann halt auch mitnehmen. Die Frage ist bloß, was hat uns das jetzt nochmal gebracht, dieser eine Schalter? Das ist halt schon interessant, ne? Okay, das ist auf jeden Fall auch gut. Was uns auf jeden Fall gebracht hat, ist, dass hier nochmal ein paar von denen spawnen. Okay, jetzt sind wir hier ausgemaxt. Da oben wird nichts drin sein. Gibt es einen Grund, warum wir nochmal da hochkommen? Ja, wir können mal hochgehen. So aus. Sieht nicht so aus. Wir waren halt in diesen Guardian of jetzt eigentlich her? Hat sich jetzt irgendwo hier befreit? An dem Moment, du kannst die... Es kann natürlich sein, weil hier ja von unten dieses Feuer von hochgeschossen hat, dass einfach ihr das war, oder? Jetzt haben wir nicht alle Gegner hier besiegt. Würde mich jetzt aber schon mal interessieren. Irgendwas muss ja dieser eine Dings noch gemacht haben. Wir waren noch nicht im Guardian of Steel. Waren wir ja noch nicht in diesem einen Ding gewesen. Ne? In diesem Zentrumsraum, wo wir auf jeden Fall mal Gegner besiegt haben. Was soll ich meinen? Hier ganz in der Mitte. Ist das mit dem Ding oder ist das mit dem Zeug? Oder gibt es einen Teleporter, der ihn ganz in die Mitte reinbringt? Oder auch in diese... Scheine nehmen können wir das und das verschlucken. Genau, das wollte ich doch mal. Schau an. Stones grind on the seven portals. Okay, also es muss etwas Wichtiges gewesen sein oder irgendwie, also zumindest hat es nochmal irgendwas ausgelöst. Faszinierend, okay. Aber Stones grind. Das ist, als wenn wir steinern, es sich bewegt. Aha, schau an.
Das wollte ich jetzt nicht. Kein Armor mehr, von daher, was soll's. Und können wir auf diesen Dingern... Ist das die Idee? Na, kann man da oben zu Raue aufhupfen? Also wir haben ja dieses... Maus, hör auf. Wir probieren das mal, wir haben ja gerade gesaved. Level, oder wie? Ah, okay. Okay, da sind wir natürlich... Gut, da brauchen wir da natürlich nicht dingsen. Da kommen wir wohl auch einfach so rein. Okay, dann würde ich aber fast mal sagen, soll uns das an der Stelle hier mal für den Fighter, ehrlich gesagt, rechnen wir sogar alles in einer einzigen... Ja, etwas lang vielleicht geworden, die Folge geschafft. Aber gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich aber sagen, wie machen wir das jetzt mit diesen Secret-Level? Also den werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall schon gern mitnehmen. Ne? Aber ich würde mal sagen, den hängen wir dann als nächstes. Na gut, machen wir da jeden Hub einzeln. Muss ich mir mal überlegen, wie ich das jetzt genau machen will. Aber auf jeden Fall machen wir hier erstmal soweit einen Cut. Also von daher erstmal soweit. Bis dahin.